Und jetzt macht sie den Schwangerschaftstest. Oh mein Gott, sie ist... Das ist der 16. Part meiner Okkult Baby Challenge und wir leben jetzt hier in Chestnut Ridge. Hier in Chestnut Ridge leben wir in diesem wunderschönen Haus, das ich natürlich aus der Galerie habe. Aber schauen wir am besten gleich mal, was unsere Sims so treiben. Hier sehen wir Livias Töchter, Ruby und Akira, die sich im neuen Haus tatsächlich ein Zimmer teilen müssen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie begeistert sie davon sein werden. Und Akira stinkt ganz schön. Warum kümmert sich niemand um dieses Kind? Und Ruby macht sich jetzt auch schon auf den Weg in die Schule. Es ist tatsächlich ihr erster Tag hier an der Grundschule in Chestnut Ridge. Und ich hoffe sehr, dass sie diesmal Freunde findet. In Brindleton Bay hat das ja absolut nicht geklappt. Außerdem dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass Ruby unglaublich schlechtes Gewissen hat. Im letzten Part hat sie ja ihre Mutter komplett hintergangen, hinter ihrem Rücken nach ihrem Vater gesucht. Und das hat sie schließlich auch ganz schön in Schwierigkeiten gebracht. Sie ist wirklich nur ganz knapp davon gekommen, denn mittlerweile wissen wir ja alle, zu was ihr Vater fähig ist. Und unsere Livia hat das Ganze natürlich auch nicht vergessen. Sie bereitet erstmal Frühstück für die ganze Familie zu. Sie ist zwar zuversichtlich, aber gleichzeitig natürlich auch unfassbar enttäuscht von ihrer Tochter. Ich glaube, damit hätte sie wirklich niemals gerechnet. Und deshalb ist die Stimmung zwischen den beiden momentan auch äußerst schwierig. Livia fühlt sich unglaublich verletzt. Hoffentlich wird das Verhältnis zwischen den beiden in Zukunft wieder besser. Livia ist auf jeden Fall zuversichtlich, dass sie den Neustart hier in Chestnut Ridge schaffen. Und ich denke, ihr wisst, was ein Neustart bedeutet. Wir brauchen ein Umstyling. Denn wir wissen ja nicht, wo überall Spione und Spioninnen der Vampire sich verstecken. Und Livia und ihre Familie darf auf keinen Fall entdeckt werden. Nachdem sie aus Brindleton Bay geflohen sind, kamen sie einige Tage bei verschiedensten Bekannten unter. Deshalb haben wir jetzt heute auch schon Freitag und wir feiern heute tatsächlich zweimal Geburtstag. Einerseits wird unsere kleine Akira einfach schon zum Kind und andererseits feiern wir heute auch gleich den Geburtstag von Ivo. Der wird nämlich schon zum Senior. Es ist für mich so schräg, dass Ivo einfach schon zum Senior wird. Mir kommt es vor, als wäre es gestern gewesen, dass Emma die Drillinge bekommen hat. Und jetzt werden sie einfach schon Senioren. Schreib mir übrigens gerne in die Kommentare, ob du auch die 100 Baby Challenge aktiv mitverfolgt hast. Mich würde wirklich interessieren, wer schon so lange dabei ist. Nachdem Livia hier mit dem Frühstück fertig ist, muss sie ganz dringend auf die Toilette. Und da sehe ich auch schon eine nächste Sache, die wir heute auf jeden Fall angehen müssen. Livia muss einen Schwangerschaftstest machen. Im letzten Part ist sie nämlich ihre Meermann-Boy. Meermann-Boy? Wow. Näher gekommen dem guten Jonas Collette. Und wer weiß, möglicherweise ist da ja wieder ein übernatürliches Baby entstanden. Ivo wird dann auch gleich mal aufstehen und mitfrühstücken. Und auch die kleine Akira hat Hunger. Aber vor allem stinkt sie. Danach muss sie also mehr als dringend gebadet werden. Der Besuch des Direx. Der Direktor stattet der Klasse von Ruby heute einen Besuch ab. Alle sollten sich korrekt verhalten und den Unterricht nicht stören. Leider hat das Kind hinter Ruby sich dazu entschieden, sie mit irgendetwas zu beschießen. Soll sie das Kind ignorieren oder es bitten, damit aufzuhören? Anscheinend geht es Ruby in der neuen Schule also auch nicht besser. Aber was soll ich sagen, sie war eben schon immer eine Einzelgängerin und auch schon immer schüchtern. Das heißt, sie wird ihren Mitschüler auf keinen Fall bitten aufzuhören, sondern wird versuchen, es zu ignorieren. Arme Ruby, ich hoffe, das wird irgendwann besser. Ruby heftet die Augen pflichtbewusst auf die Tafel und hofft, dass das Kind bald aufhört. Stattdessen feuert das Kind ein Papierkügelchen so fest ab, dass es vor den Füßen der Lehrerin landet. Ausnahmsweise gerät einmal jemand anderes in Schwierigkeiten und Ruby macht ein unschuldiges und konzentriertes Gesicht. Das ist zumindest etwas. Und gerade ist auch das Begrüßungskomitee eingetroffen. Zwei namenlose Damen... Außerdem Amber und Roberto. Roberto ist ein mysteriöser Rancher. Den würde ich natürlich sehr gerne kennenlernen, aber es gibt einen Haken.
Die Familie hat noch ihr altes Aussehen und so dürfen sie sich natürlich nicht bei ihren Nachbarn vorstellen. Möglicherweise ist der mysteriöse Rancher ja auch ein Spion der Vampire. Nein, Akira, du darfst da nicht raus. Geh wieder rein, schnell, versteck dich. Geh wieder rein. Ich glaube, sie haben sie nicht gesehen. Sie sind zumindest schon wieder verschwunden. Aber sie haben etwas zu essen dagelassen. Das ist kein Obstkuchen. Was ist das? Seit wann gibt es keinen Obstkuchen mehr? Was ist Pandekampo? Aber um ehrlich zu sein, das finde ich richtig cool. Vom Obstkuchen habe ich nämlich definitiv schon genug gesehen. Und weil wir heute gleich zweimal Geburtstag feiern, wird Livia gleich mal einen Geburtstagskuchen backen. Und zwar machen wir eine Schokotorte. Ein bisschen verwirrt sind die Sims in diesem Haus. Livia bereitet den Kuchen nicht in der Küche, sondern hier draußen vor. Ivo vollbringt gerade ein Wunder. Er baut hier im Asphalt einen Schneemann. Wow. Und da ich gerade diese Scheune hier sehe, ich könnte mir vorstellen, wenn Ruby zur Teenagerin wird, findet sie es vermutlich nicht mehr so cool, sich mit ihrer Schwester ein Zimmer zu teilen. Wie wäre es, wenn wir ihr hier in der Scheune ihr eigenes kleines Reich bauen würden, dass sie dann hier oben sozusagen wohnen kann? Ruby ist gerade wieder von der Schule nach Hause gekommen und diese Woche hat sie mit einer 3 abgeschlossen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das für sie wahnsinnig gut. Wenn man bedenkt, wie schwer sie es in der Schule immer hat und was sie die letzten Tage und Wochen erlebt hat, dann ist das absolut großartig von ihr. Und jetzt ist sie wählerisch beim Essen. Langsam kommt sie eben doch in die Pubertät. Dann kann sie gleich mal duschen gehen und dann versammeln sich alle hier in der Küche, denn es ist Zeit für die Geburtstage. Alles Gute zum Geburtstag, Ivo! Ich möchte eigentlich nicht, dass er älter wird. Ivo, wo rennst du hin? Ich hab's verkackt. Sorry. Auf jeden Fall ist Ivo nun ein Senior. Die Zeit der endlosen Nickerchen wird sein Seniorenalter wohl kaum werden. Immerhin muss er gemeinsam mit Livia noch die bösen Vampire besiegen. Und er hat so viele Geschenke bekommen. Also in Wirklichkeit können sie ihm kein Geschenk schenken, weil sie wissen ja nicht, wo wir wohnen. Aber vermutlich ist das einfach ein Zeichen dafür, dass sie an ihn gedacht haben. Lass alles raus. Ruby hat es genossen, Livia dabei zuzuhören, wie sie ihren ganzen Frust rausgelassen hat. Zu klagen kann befreiend sein. Könnte es sein, dass Ruby Beschwerden mag? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob irgendjemand Beschwerden mag. Aber gut, ja, du kannst natürlich gern Beschwerden mögen. Dann fügen wir gleich mal wieder Geburtstagskerzen hinzu und dann wird auch unsere kleine Akira älter. Ich bin schon so gespannt, wie sie aussieht. Um ehrlich zu sein, ich würde mir wirklich, wirklich wünschen, dass sie Sora ähnlicher sieht. Einfach, weil wir Sora ja nicht mehr in unserem Let's Play haben. Und jetzt altert unsere kleine Akira. Und Ruby macht sich Sorgen darüber, ob sie nicht klug genug ist. Wir sagen natürlich, arbeite weiter daran, Übung macht den Meister. Unsere Akira war ein wildes Kleinkind, aber bei den Fähigkeiten hatte sie tatsächlich überall nur Level 1. Man merkt eben sehr stark, dass ihre Bezugspersonen andere Sorgen hatten und sich nicht wirklich um ihren Lernerfolg gekümmert haben. Aber bei dem turbulenten Leben ist das auch irgendwo verständlich. Und weil in ihr ja das Werwolf-Gen schlummert, hat sie sich schon immer sehr mit Tieren verbunden gefühlt und deshalb möchte ich ihr das Merkmal Tierfreundin geben. Ich glaube, das passt wirklich sehr gut zu ihr, vor allem, da wir ja jetzt hier in Chestnut Ridge leben. Und welche Tiere es hier zu Massen gibt, ich glaube, das wissen wir mittlerweile alle. Vom Charakter her ist Akira für mich außerdem das komplette Gegenteil von Ruby. Deshalb möchte ich ihr das Pyjama-Party-Löwin-Bestreben geben. Ich glaube, sie ist sehr offen, sie ist sehr laut, sie wird viele Freunde haben und möchte immer im Mittelpunkt stehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet oder ob ihr sie vielleicht ganz anders eingeschätzt hättet. Dieser Sim möchte der Mittelpunkt der Party sein auf eine einzigartige, kreative Weise. Oh, wie süß ist sie. Aber um ehrlich zu sein, ich weiß jetzt nicht, ob ich mehr Sora oder Livia in ihr sehe. Was meint ihr? Aber jetzt ist der Moment gekommen, auf den ihr schon alle gewartet habt. Jetzt geht's ans Umstyling.
Unser Ivo ist mittlerweile ja schon ein älterer Herr. Aus diesem Grund habe ich ihm eine etwas seriösere Frisur gegeben und ein wenig mehr Bart. Und weil die Familie nun eben hier in Chestnut Ridge lebt, haben sie sich auch vom Style ein wenig an ihre Nachbarn angepasst. Immerhin müssen sie sich immer verstecken. Deshalb ist das Wichtigste, nicht aufzufallen. Und deshalb müssen sie natürlich aussehen wie alle anderen Menschen um sie herum. Bei Ruby habe ich nicht sonderlich viel geändert, hauptsächlich ihre Frisur. Ihre Locken waren immerhin sowas wie ihr Markenzeichen und deshalb mussten die natürlich weg. Und hier sehen wir Akira. Wie man schon sehr gut am Alltagsoutfit sehen kann, sie liebt Chestnut Ridge. Sie geht im Cowgirl-Sein absolut auf. Außerdem hat sie eine neue Lieblingsfarbe entdeckt. Und zwar Rot. Ganz eigenständig kam sie auf die Farbe Rot aber nicht, aber dazu gleich mehr. Und nun kommen wir zu dem Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Hier ist Livia. Fragt mich bitte nicht, wieso ihr sogar rote Haare stehen, aber dieser Frau steht einfach alles. Mit diesem Rot sieht sie einfach so unglaublich toll aus. Deshalb habe ich ja auch bei den meisten Klamotten die Farbe Rot angezogen. Und da erkennt man natürlich, dass sie da auch ihre kleine Tochter angesteckt hat. Akira hängt nämlich sehr an ihrer Mutter. Und ihre Mutter ist für sie die größte und die tollste und ihr absolutes Vorbild. Und deshalb möchte sie natürlich auch so aussehen wie sie. Und weil Akira ihre Mutter absolut vergöttert, wird sie immer das machen, was sie von ihr verlangt. Ruby war ja schon immer die Rebellische, aber Akira wird sich sicher an alle Regeln halten. Und nun, da das große Umstyling hinter uns ist, wird es natürlich Zeit für die Familie, dass sie ihre Nachbarn kennenlernt. In Brindleton Bay haben wir ja leider nicht so wirklich Anschluss gefunden, aber ich hoffe, das wird hier anders. Unser Ivo wird gleich mal in die Bar gehen und ein Getränk bestellen, dann kann er sich mit dem Barkeeper ein wenig anfreunden. Ich glaube, da erfährt man immer den besten Tratsch. Und Livia wird sich in der Zwischenzeit noch ein wenig mit dem kleinen Geburtstagskind unterhalten. Sie wird sie einmal umarmen und ihr nochmal alles Gute zum Geburtstag wünschen. Und ihr sagen, wie lieb sie sie hat und dass sie ein Geschenk für sie gibt. Sie hat nämlich eine Überraschung geplant. Sie weiß, wie sehr Akira Tiere liebt und außerdem sieht sie darin auch ein wenig die Möglichkeit, ihren Nachbarn näher zu kommen. Immerhin dreht sich hier in Chestnut Ridge alles nur um ein Tier. Aus diesem Grund werden sie hier jetzt ein Pferd retten. Auf jeden Fall möchte ich ein Fohlen, dann kann das Tier gemeinsam mit Akira aufwachsen. Diese Vorstellung finde ich unheimlich süß. Bei den Fohlen haben wir einmal Selina und einmal McCoy. Selina ist trotzig, ängstlich und liebesbedürftig und McCoy ist ängstlich, unabhängig und trotzig. Diese Entscheidung ist einfach. Wir nehmen die liebesbedürftige Selina. Immerhin hat Akira so viel Liebe zu geben und irgendwie hat ja niemand Zeit für sie. Schreibt mir übrigens sehr gerne Namensvorschläge in die Kommentare. Selina wird unser Pferd nämlich auf keinen Fall heißen. Und Akira steht jetzt hier draußen und wartet auf das Pferd. Aber irgendwie sind die Tore mittlerweile geschlossen. Ich glaube, ich habe es verkackt. Aber Livia ist noch auf dem Weg hin und natürlich geht sie einfach durch die geschlossene Tür. Für unsere Livia machen eben immer alle eine Ausnahme. Verstehe ich, sie kann eben sehr überzeugend sein. Wir haben ein Pferd gerettet. Noch heißt sie Selina, aber ich hoffe nicht mehr lange. Und hier kommt unser Pferd. Oh, da ist die kleine Selina. Akira wird es gleich mal mit der Flasche füttern. Dann wird sie ihm einen Witz erzählen. Das ist so niedlich. Die beiden sind einfach fast gleich groß. Dann können sie noch einmal miteinander sprechen und sich einfach besser kennenlernen. Und dann wird sie ihr sagen, wir haben uns zwar gerade erst kennengelernt, aber ich hab dich schon so lieb. Oh, das war eine gute Idee. Die beiden sind so niedlich. Und nun müssen wir natürlich schnellstmöglich nach Hause reisen. Immerhin muss Akira ihrer neuen Freundin den Stall zeigen und alles tun, damit sie sich an ihr neues Zuhause gewöhnt.
Und für den Stall habe ich noch schnell einen Pferdeabstellplatz gekauft und dann natürlich auch eine Möglichkeit zu essen und zu trinken fürs Fohlen und auch einen Ball zum Spielen. Ich bin schon sehr gespannt, ob Akira dieser Verantwortung überhaupt gewachsen ist. Aber im Notfall hilft ihr sicher ihr Onkel Ivo. Wie wir alle wissen, er liebt Tiere auch über alles. Und während der Rest der Familie beschäftigt ist, hat sich Livia unbemerkt in ihr Zimmer zurückgezogen und trauert um Sora. Für einige Zeit konnte sie ihre Trauer gut verbergen, aber nun, am Geburtstag ihrer gemeinsamen Tochter, kommt natürlich alles hoch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich vermisse Sora noch immer. Kurz nachdem sie von uns gegangen ist, wollten ja viele von euch, dass wir sie am Ende des Let's Plays wiederbeleben. Wie steht ihr mittlerweile dazu? Denkt ihr, ist Sora Livias Happy End oder sollen wir uns etwas ganz anderes für sie überlegen? Und während sie so über vergangene Liebe nachdenkt, fällt ihr natürlich auch wieder Jonas Colette ein, dem sie im letzten Part ja sehr, sehr nahe gekommen ist. Ich habe übrigens keine Ahnung, was er glaubt, wo Livia ist. Gemeldet hat er sich nämlich einfach gar nicht. Ich hoffe, er ist nicht den Vampiren zum Opfer gefallen. Was meint ihr? Und jetzt muss sich Livia natürlich den Konsequenzen stellen und herausfinden, ob sie von Jonas schwanger ist. Und jetzt macht sie den Schwangerschaftstest. Oh mein Gott, sie ist wirklich schwanger. Vor allem ist die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit bei mir auf 30% oder so. Warum ist diese Frau so fruchtbar? Aber schreibt mir natürlich gern schon mal eure Namensvorschläge in die Kommentare.